Hallo Leute, in diesem Video erfahrt ihr, wie ihr ganz legal das Tragen einer Schutzmaske ablehnt. Viel Spaß! So geht es aber nicht, junges Fräulein. Ordnungsamt Köln, wir haben Sie gestern bereits schon verwarnt. 400 Euro Bußgeld kostet das. Es herrscht gerade Maskenpflicht in Deutschland. Halt, stopp, Moment. Widerspruch zur Maskenpflicht. Hiermit lehne ich das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ab. Ich widerspreche der Maskenpflicht in meinem Bundesland. Und dies begründe ich wie folgt. Aha, okay, dann schießen Sie mal los. Gerne. Grundgesetz. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Maskenpflicht ist man dazu gezwungen, ein Objekt an seinem Körper zu tragen, dass das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit wie folgt einschränkt. Ein Mund-Nasenschutz verdeckt wesentliche Teile eines Gesichtes, insbesondere die Mundpartie. Vom Mundbereich jedoch geht ein essentieller Teil der Mimik der zwischenmenschlichen Sprache. Ist die Mimik durch einen Mund-Nasenschutz verdeckt? Ist es nicht möglich, mit seinen Mitmenschen frei zu kommunizieren und seine Persönlichkeit frei zu entfalten? Daher verstößt die Maskenpflicht gegen Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes des BRD und ist demnach unzulässig. Wussten Sie das schon? Haben Sie sich Gedanken dazu gemacht? Haben Sie sich jemals darüber informiert? Punkt 2. Gesundheitliche Gründe. Durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes steigt die Rückatmung von Kohlendioxid an. Das kann zu folgenden unmittelbaren Gesundheitsrisiken führen. Eine Doktorarbeit, die 2004 bei der Technischen Universität München eingereicht und 2005 von der Medizinischen Fakultät angenommen wurde, hat die Auswirkungen des Tragens unter anderem von einfachen Schutzmasken untersucht. Das Ergebnis? Sofort nach Anlegen einer normalen dünnen OP-Maske atmet man viel mehr ausgeatmetes CO2 ein. Es kommt zu Müdigkeit, schnellerer Atmung, Herzunregelmäßigkeiten, Konzentrationsschwäche und schlechter Feinmotorik. Da die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, in allen Bundesländern aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt werden darf und die gesundheitlichen Gründe hier dargestellt wurden, nehme ich von diesem Recht Gebrauch und lehne das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus gesundheitlichen Gründen ab. Wie unter 3, 1 und 2 von Experten bestätigt, überwiegt die Gefahr, sich bei unsachmäßigen Benutzung eines Mund-Nasen-Schutzes mit dem Virus zu infizieren. Da ich ohne Unterrichtung durch medizinischen Fachpersonals keine sachgemäßige Benutzung des Mund-Nasen-Schutzes sicherstellen kann, lehne ich das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus gesundheitlichen Gründen ab. Wussten Sie das? Haben Sie das schon irgendwo gehört? Drittens, Expertenmeinungen. Der Notfallhilfedirektor der Weltgesundheitsorganisation im Folgenden mit WHO, abgekürzt, Michael Ryan, hat im Namen der WHO davon abgeraten, einen Mundschutz zu tragen, wenn man nicht selbst krank ist. Es gäbe keinerlei Anzeichen dafür, dass damit etwas gewonnen wäre. Das Risiko, sich beim falschen Abnehmen zu infizieren, bringt eine größere Gefahr als des Nutzens des Mundschutzes am 31.03.2020. Haben Sie das gewusst? Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, hält eine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes für falsch. Wer eine Maske trägt, wähnt sich in Sicherheit. Bei unsachgemäßigem Gebrauch können Masken sogar gefährlich sein. Im Stoff konzentriert sich der Virus beim Abnehmen, berührt man die Gesichtshaut. Ja, auch nicht gewusst, oder? Schneller kann man sich kaum infizieren, warnt Montgomery, 23.04.2020.
In einer Studie vom 20.03.2020 hat die Bauhaus-Universität Weimar untersucht, wie effektiv ein Mundschutz im Vergleich zu Keimen und in den Ellbogen husten ist. Das schon gewusst? Genau, das Ergebnis: Hustet der Träger in eine handelsübliche Staubschutzmaske, strömt die Atemluft genauso wie ohne Schutzmaßnahmen primär nach vorne. Würde eine andere Person davor stehen, bringt die Maske überhaupt nichts. Ja, was denken Sie denn darüber? Selbst ein chirurgisch-medizinischer Mundschutz bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Dagegen erweist sich das Husten in den Ellbogen als sehr effektiv. Die Tröpfchen haben keine Möglichkeit zu entweichen. Wenige Partikel können entweichen. Das Robert-Koch-Institut weist im Artikel Covid-19 Hygiene und andere Schutzmaßnahmen. Schutz vor Ansteckung darauf hin, dass es keine hinreichenden Belege dafür gibt, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn trägt, tatsächlich verringert. Ist das eine Überraschung? Würde ich aber auch sagen. Und Virologe Professor Dr. Christian Dorsten stellt in einem Interview klar, dass ein Mundschutz die Verbreitung des Coronavirus nicht aufhält. Haben Sie das gewusst? Damit hält man das nicht auf. Die technischen Daten dazu sind nicht gut. 29.01.2020. So, wie aufgeführt, lehne ich aus gesundheitlichen Gründen und in Betrachtung der Aussagen von Fachexperten das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab und weise vorsorglich darauf hin, dass der Zwang zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gegen Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes verstößt. Außerdem erkläre ich im Falle aller Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen die Zahlung eines Bußgeldes Einspruch einzulegen und der Zahlung erst nachzukommen, wenn höchstrichterlich festgestellt worden ist, dass eine Maskenpflicht grundgesetzkonform ist. So, jetzt habe ich noch mal eine Frage an Sie. Soll ich den Mundschutz immer noch anziehen? Ja, da haben Sie jetzt mal ein paar Sachen ausgesprochen, die ich noch nicht gewusst habe. Da werde ich jetzt mal genauer recherchieren. Da haben Sie noch mal Glück gehabt. Gut, dann danke. Sagen Sie, wie hoch ist denn Ihr IQ eigentlich? Minus null. Darf ich Sie auf ein Eis einladen? Ich glaube, das verstößt nicht gegen das Bundesgesetz. Okay. Vanille oder Schoko? Schoko und Vanille.